Herein? Ja, wer ist denn da? Ja, hallo, Freunde des Stroms, was macht's denn ihr da? Wollt's rein? Ja, da kommt's runter. Komm, schauen wir uns einmal an. Ich tue gerade im Technikraum Beleuchtung machen. Kommt's rein in meine Katakomben des Grauens. So, also meine Freunde des Stroms, ich finde schon super, dass ihr mal wieder vorbeischaut bei mir in meinem Technikkeller. Und ja, also es ist einiges passiert mittlerweile. Ich bin jetzt gerade dabei, dass ich hier in der Decke quasi die Beleuchtung mache. LED-Röhren baue ich gerade hin. Und da habe ich mir gedacht, hey, wollt ihr bestimmt ein bisschen zuschauen. Und weil ihr habt ja wahrscheinlich nichts Besseres zu tun bei dem Sauwetter. Es regnet ja gerade schon wieder wie in Strömen. Das ist echt furchtbar. Und naja, gut. Wie machen wir es jetzt? Ich würde sagen, jetzt klemmen wir einfach da vorne die Dose noch fertig und den Ausschalter. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze einfach mal miteinander an, oder? So, wir sehen hier jetzt meinen Aufputz-Buschjäger-Schalter, den ich jetzt quasi für die Lampe hier, also für die ganze Beleuchtung hier mal nutzen möchte. Das heißt, wenn ich von der, wie so sagen, ihr seht es jetzt wahrscheinlich nicht, gell? Jetzt passt auf, da ist die Luke. Und wenn du hier von der Luke runterkommst, dann kann ich hier an der Decke, kann ich sozusagen den Schalter einfach einschalten und habe dann sofort das Licht. Genau, dann verklemmen wir jetzt das Ganze mal schnell. Ist ja beim 3A-Ring eigentlich kein Problem. Schutzleiter klemme ich wieder so auf. Da ist da jetzt die Klemme drin. Die ist für den Schutzleiter gedacht, dass man den hier schön verstauen kann. So, schaut's her. So, und jetzt haben wir noch zwei Adern zur Verfügung. Und ich nehme jetzt quasi den braunen als Phase her. Muss ich kurz schnell schauen. LN heißt gegenüber. Ich mache es nämlich immer recht gerne etwas länger. So. Ups, habe ich euch getroffen? Ich hoffe nicht. Nicht, dass dann jetzt noch Klagen auf mich zukommen, weil er ein blaues Auge hat. So. Und bei dem ist es jetzt so. Da ist der L-Anschluss und da ist der Abgang. Also machen wir jetzt da den L rein. Schauen, muss ich dann schneller mal messen. Da den Abgang und der blaue ist dann sozusagen der Abgang, also der Schaltdraht. Wir müssen jetzt dann schnell schauen. Deswegen lassen wir jetzt den einfach mal offen da herin hängen und jetzt messen wir erst einmal schnell, ob das von der Schalterstellung her so passt. So, ja, da ist mein schönes Gesicht. Also, wir haben hier die Leitung vom Schalter. Jetzt isoliere ich mir die gerade schnell ab. Dann schauen wir schnell, weil lieber vorher mal schnell messen und dann zum Schrauben, bevor dass man dann wieder den Deckel aufmachen muss. So, also ich möchte es jetzt haben, dass wenn ich vorne bei der Luke, wenn ich die Wippe drücke, muss hier quasi Durchgang sein und Batterie hat einmal wieder gewechselt. Okay, ich muss ihn schnell umdrehen. So, also ich muss ihn jetzt umdrehen und deswegen mache ich die Adern immer etwas länger. Das kann ich jetzt ohne Probleme machen. Hätte ich vielleicht vorher messen sollen, aber das macht ja nichts. So, dann drehen wir den so also her. Und dann schraube ich ihn schnell fest. Muss ich euch schnell auf die Seite tun. So, Schalter habe ich jetzt montiert. Ich sage euch, ich mag euch nicht vor der Linse mit dem Schraubendreher rumtun. Also gedacht ist so, du steigst runter, ein, aus. So ist jetzt mal der Plan. Und jetzt kümmert man sich mal um die Lampe und um die ganzen Klemmdosen. Jetzt passt auf. Kurz schauen. So. Ich hoffe, ihr könnt so hinschauen. So, jetzt. Also, hier haben wir ja die Anschlüsse. Brauche ich noch schnell eine Klemme. Ich glaube, ich muss ich jetzt mal schnell ein bisschen zurück tun, weil sonst, aber hier sieht es so auch. Machen wir es so. Also,
Weil dann, ich brauche auch ein bisschen Platz. Und bayerische Norm, wisst ihr eh, weiß was ich brauche. So, mache das immer recht gern. So, ich mag halt keine offenen Adern irgendwo. Deshalb wird auch der Schutzleiter isoliert, weil die Lampe ist ja schutzisoliert. Aber ich habe immer recht gern immer einen Schutzleiter mit dabei, falls was ist. Falls mir irgendein Biber, Mr. Biber, böse ist auf mich und mir das Kabel anknabbern möchte, dann kann er das ruhig machen, weil der Fehlerstromschutzschalter kann ja dann auslösen. So. Dann mantelt man jetzt hier ab. Zack. Zack. Und schauen wir jetzt schnell. L ist auf der Seite. Also kommt der braune auf die Seite. Jetzt bringen wir schnell die Schrauben aufdrehen. Dass das Stativ nicht über den Haufen rennt. So, jetzt schaut doch gut aus. Ja. So. Es ist wieder eine Patentlösung für sich, wenn es nicht hiesigst. So, haben wir da auch schon fertig. Dann machen wir jetzt die Klemmdose. Jetzt passt auf, ich muss sich schnell noch mal umrutschen. So, ui, also nicht, dass ich nur schlecht wird, gell? So, lala. Jetzt haben wir da die Klemmdose. Es läuft jetzt wie folgt ab. Ich habe drei Lampen und alle drei Lampen werden gemeinsam geschaltet. Das ist recht einfach. Ich habe hier so ein Bauprovisorium drin, also so eine Bauzuleitung, weil ich ja die Wände noch verputzen möchte. Aber jetzt richten wir mal das Licht an. Hat jetzt auch den Grund, damit ich dann einfach, ich möchte so wenig Gerümpel da drin stehen haben wie noch möglich, weil mit der Putzerei bin ich halt nicht gerade der Hellste. Und deshalb machen wir gleich. Warte mal. So, nochmal. Also, Wände werden jetzt dann verputzt, der Boden ist soweit fertig, Decke ist gestrichen, also der Fliesenleger war schon da und der Malerfix war schon da. Und jetzt mache ich mir quasi so eine Art Licht. Baulicht, aber schon das fertige Licht, weil ich ja hier deckelmäßig ja keine Probleme mehr habe. Und deshalb habe ich mir jetzt hier so eine, halt schnell, ich zeige es euch, einfach so eine Bauzuleitung von mir genommen mit Schokostecker und stecke dann hier in eine Verlängerungsleitung ein. Und dann habe ich hier schon mal feste Stromversorgung, so Baustromversorgung, bis die Wände verputzt sind, bis die gestrichen sind. Und dann machen wir hier sowieso schon gleich die Unterverteilung rein und die Kabelkanäle. Also es wird dann richtig, richtig schick. Aber ich möchte einfach hier nichts mehr rumstehen haben, weil ich bin nämlich nicht so, also der Putzfix zum Beispiel, also mein Freund der Putzfix, der ist nicht so der große Putzer und deshalb brauche ich einfach Platz. Okay? Putzfix, geiler Name. Ein kleines Dorf im tiefsten Bayern, eine kleine Baustelle im tiefsten Bayern, so ist. Und naja, also. Dann schauen wir mal schnell, was brauchen wir alles. Okay, also wir fangen wieder mit dem Schutzleiter an. Das ist immer so die Regel, was ich habe. Ich fange immer erst mit der Schutzmaßnahme an, habe immer so angefangen und das ziehe ich halt einfach knallhart durch. So, also wir haben jetzt hier unsere Schutzleiter. Dann legen wir die um. So. Blutsch. Seht ihr hin? Nee, ihr seht es nicht hin, gell? Entschuldigung. Das ist einfach. Ja, wenn der Raum so klein ist, dann. Aber oh, jetzt wird's, oder? Ha? Noch ein bisschen höher, gell? Schon schön, wenn der Trottel mit der Kamera redet und erwartet, dass er mal eine Antwort gibt, gell? Das ist halt das als Einsiedler. Aber es macht nichts. So, jetzt passt's auf. Zack. Deswegen habe ich hier schon die Vago-Schnappklemmen drauf gemacht und die werde ich dann später mal beim richtigen Anschließen wechseln und dann ist das alles schick. Okay, so.
Beziehungsweise ich könnte es auch theoretisch drin lassen. So, also, Schutzmaßnahme. Ist erledigt. Dann brauchen wir, deswegen ist es ja auch ein bisschen länger hier. So, schnell mal schauen, wie ich es mache. Muss ich da schnell durch. Also, jetzt haben wir unsere Neutralleiter. Da müssen wir jetzt aber aufpassen, weil der Neutralleiter vom Schalter ist ja unser Schaltdraht. Den tun wir jetzt gleich einmal weg. Also packen wir jetzt die drei Neutralleiter an von den Lampen. Gut, dann richten wir uns die auch gleich her. Habe ich wieder meine bayerischen Wichsgriffel dort, oder? Klopfoten. Dann das ist jetzt 1, 2, 3. Dann fangen wir mit dem da an. Dann nehmen wir den da durch. So, den auch weg. So. Und jetzt haben wir noch. Jetzt verbinden wir unsere Lampen. Und spielen wir sie rüber. So. Und dann verbinden wir jetzt unsere Lampen mit dem blauen. Mit unserem sogenannten Schaltdraht. Das machen wir jetzt so. Und jetzt haben wir noch unsere Phase. Schaut her. Die Phase machen wir jetzt auch darüber. So, und schon ist die Klemmdose verklemmt. Nicht schön, aber selten. Und so, und jetzt machen wir noch eins. So, jetzt machen wir eins. Ich stecke jetzt hier einmal ein. Bei mir ist es so, bei allen Kabeln, die wo ich mache, oder der Robert macht, bei uns in der Firma, da, wenn die Schraube zu dir zeigt, ist der rechte die Phase. Ist zwar beim Drehen wohl, also egal, aber wir haben uns das so angefangen. Jetzt muss ich gerade schauen. Jetzt haben wir mal eingesteckt. Ich mein, so, jetzt müssen wir das gerade mal herhängen. Bleib da, komm. Muss man da noch einen Haken setzen. So, lala. Und jetzt schauen wir mal schnell, ob die Phase richtig ist, weil ich den nicht mehr ausstecke in der Leitung. Ist jetzt zwar nicht schlimm, aber schade ja nicht. Und wenn ich die Dose eh schon offen habe, ja, schaut es ja, ist der L und der N. Ja, ich habe jetzt quasi die Phase auf dem Neutralleiter. Also drehe ich den Stecker schnell um. So. Jetzt müsste ich die Phase hier haben. Jetzt, ja. Ich habe jetzt keine Spannung, aber er zeigt mir jetzt eine Phase. Jetzt, wenn ich auf den Neutralleiter gehe. Was ist denn? Oh. So, schaut her, jetzt ist nichts drauf. Jetzt, wenn ich dann auf die Phase gehe, dann zeigt er mir 230 Volt an. Und jetzt hat, ist quasi, jetzt schalte ich auch wirklich den L. Schalte ich jetzt wirklich weg. Gut, dann können wir unsere Dose zumachen. Kann jetzt nichts passieren. So. Dann machen wir jetzt die Dose noch schnell zu und montieren noch schnell die Röhre. Input-Side da, Input-Side da. Ich muss mal ein bisschen
drücken. So, bis hinten, da ist hinten. Kann nichts passieren. Zeig. Und machen wir so schnell zu, oder? Ja. Na, die Zeit haben wir schon, oder? Haben wir ja keinen Stress. So. Das sind die günstigen Röhren vom Baumarkt. Da hat jetzt eine 10 Euro gekostet. Mit Leuchtmittel, mit allem. Also, da kann man jetzt nicht meckern. Gut, man merkt schon. Aber ich sage jetzt einmal, für die Runden passt das wunderbar. Und wenn nicht, kann ich es immer noch austauschen, sage ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, dass ich mit denen keine Probleme habe. So, das waren ja die Röhren, die wo ich quasi mit der provisorischen Bauerhellungsmaschinerie schon gemacht habe. So, dann können wir das andere Licht einmal ausschalten. Hui, jetzt wird es ganz schön dunkel beim Papi, gell? Angst. Angst. So, dann. Schick! Geilo, fuck! Das funft ja auf Vollgas. Schön. Ich tue hier mal schnell in eine andere Position, passt zum auf. Tada! Ist das geil. Schaut richtig edel aus. Das gefällt mir. Papi, das gefällt mir. Jetzt muss ich mich mal zu euch runtersetzen. Das Problem ist, es wirkt halt auf der Kamera, ganz ehrlich, durch das Objektiv. Wirkt es halt jetzt leider nicht so, wie wenn du selber drin stehst. Und der, also für jeden Neuankömmling, der wo jetzt nicht weiß, was das hier ist, das ist mein Pooltechnikraum. Dieser Technikraum hat ein Innenmaß von 3 Meter mal 3 Meter, also Länge mal Breite, und eine Deckenhöhe von 1,95 Meter. Die Luke hat 80 auf 80 Zentimeter, dass man hier schön runter kann. Ich kann es euch nur mal zeigen, hier. Und hier steigst du sozusagen runter und kannst dir dann über den Schalter hier das Licht einschalten. Und mir war jetzt auch von der Aufteilung her wichtig, dass ich A, noch Platz zur Wand habe, weil ja noch einiges an Gerätschaften hier reinkommt. Und das andere ist ja zum Beispiel, ich möchte halt einfach den Raum richtig schön ausgeleuchtet haben, weil ich es einfach hasse, wenn du kein Licht hast. Und diese Funzeln und dieses... Weil ich sage mal, da unten ist natürlich die Pumpenanlage, Gegenstromanlage, Pumpenhand da, dann die Sandfilteranlage ist da, die komplette Technik, was halt einfach so mit pH minus, also die pH, dann Chloranlage, dann kommt noch eine UVC-Anlage mit rein, hier, dass das Wasser aufbereitet ist, das ist jetzt die Wand, wo ich jetzt mit dem Rücken dran stehe. Und da drüben zum Beispiel, wo jetzt die ganzen Löcher in der Wand noch sind, da hier, da kommt dann Wassertechnik alles hin, dann Heizungsverbindung und also es kommt sehr viel Technik hier rein. Das wird so ein richtiges, so ein Männerdomizil, wo man halt einfach auch da unten dann wirklich mit schönen Sachen arbeiten kann. Und ich möchte das hier einfach richtig schön haben. Also ich möchte es hier, der Technikraum soll richtig als Vorzeigetechnikraum dienen, weil ich habe 3 Pools bis jetzt gemacht, also installiert, elektrisch. Und jedes Mal war das so ein Kammerl, so mit, wisst ihr selber, so 1 Meter mal 2 Meter und Höhe war 1,30 Meter und du kannst nicht stehen, du kannst nicht knien, du musst dich auf ein Bierdragel hinsetzen und musst dann irgendwie schauen, dass du an der Decke auf Styroporsteinen da irgendwie, Entschuldigung, einen Scheißdreck an die Wand klatschen sollst. Nee, also wenn dann, ich mag einen Technikraum haben und das ist für mich jetzt ein Technikraum. Also das ist jetzt mein richtig geiler Technikraum und da kann ich mich herstellen. Und da kann ich mir, ganz ehrlich, normalerweise passt es mir auf. Achtung, kannst nicht schauen, ich stehe gerade an irgendeiner Schraube an. So, jetzt passt es mir auf. Und wenn ich Bock habe, sage ich euch ganz ehrlich, wenn ich richtig Bock habe, dann baue ich mir da Edelstahlstange rein und dann kann ich dann da rumtanzen, seid mir nicht böse. Also das ist ein Technikraum. Da kann ich mir ein Feldbett reinstellen. So groß ist der. Und das so gefällt mir das. Also jetzt habe ich mir gerade ein wenig in Rage geredet. Schnuppidupidu, Schnuppidu. So, bin schon wieder da. Aber bevor wir uns jetzt mal meine Bodentechnik anschauen, ich trinke jetzt einmal auf euer Wohl, denn, hoffe, man kann es lesen. So, auf uns Papas. Ich baue den Pool für meine Tochter. Weil ganz ehrlich, ich aufgeblasenes Happy Hippo, ich brauche keinen Pool mehr in meinem Alter. Ja, vielleicht darf ich mich mal dazu sitzen mit meiner Tochter und ein bisschen Wasser planschen. Also,
wie schon gesagt, das ist mein Technikraum, das ist mein Reich und da tobe ich mich jetzt natürlich aus und habe natürlich auch schöne Fliesen ausgesucht. Jetzt passt es mal auf. Und da habe ich mir am Montag erlaubt, hier einfach mal, ist jetzt noch ein bisschen dreckig, also ich habe mir am Montag erlaubt, hier mal schnell Fliesen zu legen. Und am Mittwoch habe ich ausgefuckt und ist zwar totaler Blödsinn eigentlich, weil die Wand ja noch nicht verputzt ist, aber ich mache das immer recht gern, auch bei mir im Keller zum Beispiel habe ich es so gemacht. Ich mache mir immer recht gern Boden und Decke fertig. Und jetzt habe ich nämlich den Bodenstress weg, jetzt wird der Boden noch einmal sauber gewischt, komplett durchgewischt, Grauschleierentferner habe ich auch schon da, dass der dann richtig sauber ist und dann lege ich mal ein Vlies aus, dann kommt eine Folie drüber, dann wird außen und um einmal komplett abgeklebt und dann richte ich mir mein Werkzeug auf für die Verputzerei und dann habe ich den Boden weg. Und ihr wisst das aber, der Boden ist immer das Schlimmste, egal wo du bist, auf jeder Baustelle, wenn der Fliesenleger da ist und den Boden macht, dann kriegt man als Handwerker, kriegt man dann schon leichte Zustände, weil dann der kannst du nicht über, und deswegen mache ich das Schlimmste immer zuerst, das ist der Boden, dass der weg ist. Und dann habe ich mir gedacht, ach was du hast, streiche ich mir gleich die Decke aus, die habe ich jetzt einmal sauber vorgrundiert und zweimal gestrichen. Ja, habe ich auch diese Woche gemacht und jetzt ist es soweit fertig, jetzt habe ich meine Lampen oben, jetzt habe ich den ganzen Stress weg, jetzt brauche ich nicht irgendwo Baulicht und jetzt habe ich halt einfach ein schönes Licht herin, kann arbeiten, habe einen Popo frei, also auf Bayerisch habe ich einen Arsch frei und kann mir dann einfach hier mein Mörtelwandel anrichten, meine Putzsäcke herrichten und kann dann hier richtig schön arbeiten in Ruhe und das mache ich nächste Woche. Und dann schaue ich mal, dann werde ich die Putzleisten noch setzen und dann, das mache ich wahrscheinlich am Samstag und dann schaue ich, dass ich nächste Woche verputzt habe, dann lasse ich ihn eine Woche trocknen. Deshalb steht zum Beispiel mein Kondenstrockner hier auch im Kellerraum. Passt auf. Papier und seine Schrauben, Achtung, schaut her. Deswegen habe ich da schon meinen Kondenstrockner herunten und meinen Heizer, dass ich dann im Endeffekt hier die Luftfeuchtigkeit rausbringe, dass der Putz auch schön trocknet. Also ich nehme einen Knaufputz hier, einen guten, einen 650er, hat er ungefähr einen Zentimeter Putzlage drauf und dann wird das Ganze sauber gestrichen und dann fangen wir mal an mit der Technik, oder? Und das Erste, was wir machen, wir brauchen auf alle Fälle mehr eine gescheite Unterverteilung. Definitiv brauchen wir hier, die kommt hier hin, also hier kommt die ganze Stromgeschichte, Stromcontaineranlage, Stromgarten, Stromreserve, Netzwerkverbindung. Dann haben wir hier nochmal, hier die Kernbohrung ist dann da für Pumpe, Hebepumpe, Drainage und, was habe ich noch? Hebepumpe, Drainage. Und ja, irgendwas fällt mir noch ein, also irgendein Rohr werde ich schon noch nicht sehen. Genau, und dann dicht man das Ganze dann, wenn verputzt ist, dicht man das Ganze dann ab. Da haben ja schon einige Zuschauer geschrieben, wie ich die Kernbohrung gemacht habe. Ihr wollt das unbedingt sehen, wie das geht, wie ich das mache und wie ich diese Rohre abgedichtet habe und warum hier teilweise viereckige Löcher drin sind. Das hat folgenden Grund, ich sage es euch jetzt einfach. Also ich habe das beim Betonieren schon gemacht. Das heißt, ich habe ja meinen groben Plan habe ich ja stehen. Und da habe ich mir die ganzen grünen Leitungen, wie die hier zum Beispiel, das ist jetzt für die Abwasserhebeanlage, die Druckleitung, unten ist das Abwasser. Und die habe ich gleich fertig mit einbetoniert in die Wand. Deshalb haben hier viereckige Löcher, weil ich mir die mit der großen, mit dem Trennjäger quasi aus den Steinen rausgeschnitten habe und habe die Rohre im Endeffekt mit meinem speziell patentierten Verfahren so hergerichtet, dass die abdichten. Zeige ich euch noch, keine Angst. Weil es ist ja so, es ist hier, so wie ich den Keller jetzt gebaut habe, definitiv habe ich hier kein drückendes Wasser. Es ist gar nicht möglich, weil ich um diesen Kellerraum rundum komplett 25 bis 30 cm Rollkies habe. Das ist bis runter, also bis zur Bodenplatte. Unter der Bodenplatte habe ich eine Drainageebene mit 30 cm Rollkies drunter. Und da sind drei Drainagerohre drin und die Außenwände komplett rundum auch noch mit 30 cm Rollkies drin. Die kompletten Wände haben mit Dichtschlämme verarbeitet und Bitumenmasse verarbeitet und dann habe ich noch eine Styrodur dran gemacht. Also die Außenwände sind komplett mit Styrodur isoliert und dann ist noch mal ein Noppenbahn dort und dann, also da kann, es kann, also ganz ehrlich, das Wasser, das und schon ist unten und wird dann im Endeffekt über diese Hebeanlage
abgepumpt. Also da kann wirklich nichts passieren. Da habe ich keine Angst. Da kann ein Wolkenbruch kommen, da ist mir wurscht. Da kann die Feuerwehr, kann da ihren Schlauch reinhängen, das interessiert mich nicht. Genau, dass halt da einfach nichts passieren kann, dass ich hier definitiv drückendes Wasser reinbekomme, aber die Rohre sind so abgedichtet, dass da wirklich nichts passieren kann. Also ich gehe da, ich habe einen Gürtel an und Hosenträger. Und zur Not habe ich noch einen Spanngurt, falls der Gürtel reißen würde. Genau, so läuft es ab. Und so habe ich das Ganze aufgebaut und da kann wirklich nichts passieren. Genau. Gut, dann hat der Papi schon wieder sauer zu viel geratscht. Da würde ich sagen, jetzt machen wir Feierabend, oder? Ich räume jetzt noch ein bisschen zusammen. Ich muss den Boden nochmal, wie schon gesagt, ich muss jetzt noch einmal drüber wischen. Wegen dem Grauschleier gehe ich jetzt noch einmal durch. Und dann glaube ich, ist eh schon wieder Zeit für Abendessen, oder? Genau. Also, in diesem Sinne, meine Freunde des Stroms, bleibt mal dabei. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Markus von Freunde des Stroms. Servus! Für euch!